So, Fastfood-Restaurant ist das hier. Ich will das bitte umbenennen. In Futterluke. Ich will wieder mein Futterluken-Restaurant. Futterluke. So, und das hier vorne ist ein Lager. Manage, Storage. Futterluken-Lager. Super. Das geht auch so nicht, da musst du noch ein Ausrufezeichen hin, genau. So, das passt so. Hier kann ich dann später Klo reinklatschen. Und jetzt brauche ich... ein Stockclerk. 31, 30, 28, dann kommt sie. So, dies hat erstmal... Passt. Von 9 bis 17 Uhr reicht erstmal. Reicht erstmal, ja. Wir brauchen zwei Kassierer. Oh, Alter. Jo. Ist nice. So, wir sind schon fast zufrieden. So, 13 passt. Und hier 15. Ist okay. Wir brauchen noch einen Kassierer. Die arbeitet für 13, okay. Und wir brauchen einen Koch. Da ist 33,38. Der hier am besten. Der arbeitet auf 13, okay. Das passt. Sehr gut, wir wollen bitte hier nochmal eine Double Door, damit die Leute nicht immer da reinrennen. Oder nicht nur da reinrennen. So. Genau. Das passt soweit ziemlich gut eigentlich. So, ich möchte noch bitte ein paar mehr Essensplätze. Und zwar dann hier und hier. Sieht zwar komisch aus, aber passt schon. So, hier und hier. So, ich glaube, das geht. Das passt so. Sieht zwar echt ein bisschen komisch aus. Obwohl, eigentlich muss ich... Oh Mann. Eigentlich muss ich das hier nochmal wegmachen. Und die auch auf diese Reihe setzen eigentlich. Später. So, es sei ein... Nein, Manage. Es sei ein Store. Das hier. So, dann dürfte das eigentlich... Wieso waren die gerade... Haben die gerade aufeinander geparkt? Alter Vater. So, der Store ist wie viel aufgefüllt? 69 passt. So, und eigentlich dürfte das so jetzt klappen. Sollte es zumindest. Hoffe ich. So, wir sind 2000 im Minus, ist okay. Uiuiui. So, gut. Komm. Wir brauchen... So, eigentlich sollten die Leute müssten gleich antanzen. Kassierer, stellen sich hin. Hier. Der Koch stellt sich hier hin. Und der Stockclerk füllt das hier auf. Und das hier, glaube ich. Oder nein, die Kassierer, also die Leute ordern hier ihr Essen. Die Kassierer laufen da und da hin, glaube ich. Und dann irgendwie so... Oder der Koch bringt ihnen das Essen irgendwie so, ich weiß nicht genau.
warten wir einfach nochmal kurz. So, genau. Ja, der Koch ist da, die Kassierer sind da, nice. Genau, die füllt jetzt das hier nämlich auf und der Koch kocht jetzt ein bisschen was. Die Leute bestellen ihr Essen und die holen das Essen dort raus. Sehr geil, es wirkt. Sehr, sehr gut. Und er ist in seinem Handy. Dein Ernst? Vielleicht hat das wirklich nicht funktioniert, weil ich keine Tische hatte, wo sie sich hinsetzen konnten. Ich denke, genau daran lag es. Ich glaube, daran lag es, ja. Aber das ist doch schon mal schön. Es funktioniert. Och, ist das gut, ey. Herrlich. So, und, oh fuck, wo packe ich denn jetzt die Klos hin eigentlich, wenn die denn mal... Oh. Ha. Wo kann ich meine... Ach so. Nee. Wo kann ich denn nachgucken... Wie viel was eingebracht hat? Welcher Laden was eingebracht hat? Nee. Steht nichts mit dem... Ach Mann. Egal, wir machen wieder Plus. Alles gut. Schöne Sache. Sonst müssen wir den Store irgendwie demnächst verschieben. Den Storage können wir nach hier oben verschieben. Schätze ich. Das ist, glaube ich, besser, oder? Wenn wir den Storage nach hier oben verschieben. Dass hier oben der Storage ist. Ich weiß nicht, ob zwei Kassen reichen. Ich schätze aber schon. Aber das alles nochmal ein bisschen weiter nach oben verschieben. Können wir hier unten eine Kasse, die nach oben führt, machen und hier oben eine Kasse, die nach unten führt, dass die genau aneinander, nebeneinander stehen, sag ich jetzt mal. Dann haben wir hier vier Kassen oder vielleicht auch sechs Kassen, ich weiß es noch nicht, und dann müssen wir vielleicht nochmal mehr Köche machen. Später. Aber es wirkt doch schon mal. Das ist sehr gut. Was können wir eigentlich noch so? Maintenance Center, Restroom und Bowling Alley? Wir können ein Bowling Center bauen. Das ist natürlich richtig geil. Das ist natürlich richtig, richtig geil. Haben wir auch hier ein Fast Food Restaurant? Können wir auch ein normales Restaurant kriegen? Sind doch hier, ne? Nee. Researchers, genau. Road Network. Restaurants 1. Ach, wahrscheinlich wegen Early Access, weil wir... Ah, okay. Da haben wir normale Restaurants, glaube ich, noch nicht. Nur Fastfood-Restaurants. Aber wir können halt Bustransport, kriegen wir auch später noch. Das Kino haben wir auch bald. Okay, das ist geil. Dann kümmern wir uns erstmal um das Restaurant noch ein bisschen, um das noch ein bisschen stärker zu machen, sag ich mal. Und dann klatschen wir, glaube ich, hier unten. Hier unten in dem Bereich... Können wir das Kino hinmachen, glaube ich. Das ist ganz nett. Das ist, schätze ich, ganz gut. Und neben dem Kino halt die Bowlingbahn. Und hier hinten können wir nochmal, wenn wir die Straße hier noch verlängern, werden wir nach hier unten hin nochmal einen riesigen Einkaufsladen hinstellen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Je nachdem, wie lange wir halt dieses Projekt machen. Es ist halt Early Access. Das Problem ist halt, dass wir da noch nicht so viel... Nicht so viel haben, wie ihr selber seht. Und... Achso, okay, das beides gehört zusammen, okay. Und ja, deswegen können wir halt nur so weit spielen, wie wir was Neues entdecken. Oder was Neues bekommen. Das ist das Problem. Das heißt... Wenn wir hier so weit fertig sind, alles einmal gebaut haben, ein bisschen was das alles ein bisschen angeguckt haben, dann wird es danach ein neues Projekt geben. Dann wird das Projekt hier beendet sein. Es wird vielleicht so 10 Parts gehen, denke ich jetzt mal. Wir sind jetzt schon bei Part
9, glaube ich, in Part 9. Wir haben 6 hochgeladen, 6 habe ich hochgeladen. 1, 2, 3, ja, 9. Wir sind jetzt gerade mitten in Part 9, aber noch ein paar mehr Parts. 15 bis 20 Parts, schätze ich jetzt einfach mal, wird das Projekt gehen. Dauert halt ein bisschen, bis man das ganze Geld bekommt, das ist das Problem. Ich werde das, wenn ich die Aufnahme hier beende, ich werde die wahrscheinlich ab einer Stunde so, also wenn Part 9 zu Ende ist, werde ich die Aufnahme, glaube ich, auch beenden. Und dann werde ich das Spiel halt ein bisschen laufen lassen, sodass wir halt ein bisschen Geld farmen können und das Darlehen wieder abzahlen können. Und ja. So, dann erweitere ich den Laden nochmal ein bisschen nach oben. Ich würde sagen, so weit nach oben würde ich ihn schon gerne verlängern. Da brauchen wir 41.000. Aber so weit ist auch ein bisschen krass, ne? Soweit dürfte eigentlich reichen. Obwohl, wir machen es mal so. Oder? Es dürfte eigentlich reichen, schätze ich jetzt einfach mal. Wie viel brauchen wir da? 22.000. Ich würde den gern... Ja, ich würde den ganz gern schon bis hier so erweitern. Das heißt, wir brauchen 32.000. Um dann den Storage auch noch zu machen. Ich wollte den Storage ja nach oben klatschen, ne? Stimmt. Das heißt, der muss sowieso noch ein bisschen länger. Ich muss mal kurz eben schauen. Objects. Und Order Counter. Wie weit das denn geht? Das geht von hier bis dort. Das heißt, hier sitzen die Kassierer schon an der Stelle. Also hier sitzen die Kassierer. Das heißt, hier kann eine Wand sein. Nee, das heißt so... Hier sitzen so Kassierer. Eine frei... Zack, Wand. Da muss hier Storage sein. Den würde ich gern 3 breit haben eigentlich. Also 5 breit insgesamt. Wand. 1, 2, 3, 4, 5. Wand. Das heißt, bis hier oben hin. Das heißt, wir brauchen 46.000 noch. Ja. So will ich das halt wirklich machen. Ich will hier halt dann insgesamt... Ich weiß gar nicht, eigentlich. Was haben wir denn hier? Restaurants, Kassel, Center. Ah! Ja, seht ihr, wir brauchen mehr Platz für Restaurants, alles klar. Wir brauchen eindeutig mehr Restaurants. Ey. 500 Sales gleich. Und es verlässt halt kein Einkauf, kein Einkaufer, der Customer, den Laden und kommt nie wieder zurück, das ist ganz geil. Also sie kommen immer wieder zurück, was sehr, sehr cool ist. Aber ich bräuchte hier vielleicht nochmal einen Janitor, ne? Oder? Ne, gar nicht, das ist ja hier. Vielleicht sollte ich aber hier auch nochmal einen neuen Janitor, ne, wir haben 2, eigentlich. Weil die sind halt unterschiedlich. Unterschiedliche Zeiten. Ah, das passt schon. Das passt schon. Foundation, wie viel Geld haben wir denn? Gleich. Komm. 24.000. Sehr geil. Wir könnten das denn einfach schon mal erweitern bis hier. Warte mal, was hatte ich gesagt? Hier sitzen sie. Einer frei. Das Wand. Hier ist Wand. Dann kann ich das schon mal so machen. Warte mal, fuck. Sitzen, frei, zack, Wand. Ja, kann ich hier schon mal bauen. Damit wir hier ein bisschen... damit wir das schon mal alles haben. Da muss ich hinten halt nur noch die einzelne. Nur noch 32.000 farmen. Ich könnte das halt jetzt. Naja, kann ich noch nicht. Ja. Dann mache ich das Restaurant auch bald auf. Von 7 bis 22 Uhr geöffnet.
würde ich jetzt sagen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. So, dann kann ich das eigentlich auch schon gleich mal verschieben, ne? Wenn das gleich fertig ist, dann werde ich das alles mal verschieben ein wenig. Dieses Klospülgeräusch, ne? Super geil. So, Manage. Nein, Bild. Können wir schon mal Order Counter bauen. Und zwar hierhin, würde ich sagen. Oder hierhin. Ne, hierhin. 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 Genau. Das removen. Hier und hier bauen. Oh, Schatz, nein, nein. Oh, das nochmal removen. Und zwar zack und zack. Zack und zack. Ne, die waren doch richtig. Ne, hier. Hier? Hier. So. Ne, das steht nicht so, wie es mir gefällt. Hier und hier. Hätte ich bitte gerne nochmal ein... Okay. Mülleimer. Hier bitte Mülleimer. Oh nein, der kann weg. Oh, shit, 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 shit. Sein. So. Nein, scheiße, nicht Bowling. Nein. Ja, okay. Passt das jetzt? Aber das passt alles. Ist ein Fastfood-Restaurant, ne? Ja, gut. Meine Güte, ey. Hei, hei, hei. So, Aber ist keiner da. Weil wir eben nichts aufgefüllt haben. Oh, fuck. Wir hatten eben kein Restaurant. Shit. Sind noch immer, ne? Ja, gut, Alarm gestellt, okay. Gut. Dann können wir das aber noch mal ein bisschen ändern hier. Und zwar können wir... hier einen hinhauen und hier einen hinhauen. Würde ich das hier nämlich wieder wegmachen. So. Genau, das hier ist ja erstmal... das kann ja alles erstmal sein, so. Das passt schon alles so. Und dann... was mache ich dann? Ich könnte... nee, ich kann das hier noch nicht removen. Das geht noch nicht. Das kann ich nicht tun. Weil... ja. Wir brauchen hier oben noch ein bisschen Foundation. Warte mal, so. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, so. 32.000 brauchen wir noch, ja. Ja, nice. Restaurants, ja, ich weiß. Ach genau, ich kann nochmal Futterluke. Offen von 7 bis 22 Uhr.
Der Stockclerk arbeitet von 7 bis 22 Uhr, kriegt dafür aber auch 17 Dollar. Der eine Kassierer von 7 bis 22 Uhr will dafür 19 Dollar. Okay, Alter. Gönn dir. Der für 18, okay. Koch arbeitet auch von 7 bis 15 Uhr. Kriegt dafür auch 18 Dollar.